Herzlich willkommen zurück zu SmackDown und die Card, meine lieben Freunde, habe ich natürlich wieder mit bestem Gewissen vorbereitet. Okay, also, Opener, Undertaker, Brothers Destruction gegen die Usos und das gewinnen die Usos. Das heißt, Kane und Undertaker sind erstmal raus. So, Asuka ist natürlich unsere neue Number One Contenderin, aber Bayley hat sich gedacht, also Bayley ging zu John Cena und hat gefragt, John, mein großes Idol, bitte, 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 gib mir eine Chance. Und sollte Bayley Asuka hier besiegen, wird es ein Triple Threat Match. Und es wird ein Triple Threat Match zwischen Asuka, Bayley und Charlotte Flair. Schön. Dann beim Pay-Per-View, Payback. Backlash wird der nächste Pay-Per-View, oh Mann. So, dann Randy Orton und Riddle gegen Ford und Dawkins. Der Gewinner aus diesem Match darf für die SmackDown Championship antreten. Das sind die Street Profits. Die Street Profits gegen The New Day bei Backlash. Wird eine gute Sache. Dann haben wir Roman Reigns, der Familienoberhauptvogel, gegen Ricochet. Und das gewinnt Ricochet. Roman Reigns verliert jedes Match. Selbst gegen Ricochet. Junge, was ist denn da los? So, dann Goldberg, der neue Number One Contender für die WWE Championship, gegen Brock Lesnar, trifft auf Braun Strowman und das gewinnt Goldberg mit einem Spear. Und der Main Event, den wir uns heute angucken, Maxwell Jacob Friedman gegen Christopher Daniels, gegen Chris Jericho. AEW bei SmackDown, quasi. Alles, wenn ich ausgesucht habe, mir gedacht, eine geile Paarung, ein geiles Triple Threat Match. Christopher Daniels, Money in the Bank Sieger. MJF, Herausforderer für Batistas Intercontinental Championship. Und Chris Jericho, weil er einfach Bock hat. So, ohne Entrance geht es direkt ins Match. Bryan Danielson und MJF. Erstmal Chris Jericho feiert sich, erstmal pusht sich, aber kriegt dann erstmal einen krassen Backbreaker auf den Nacken. Und MJF geht auf den Arm. So, was nun? MJF schmeißt Bryan. Nein, geht auch auf den Arm von Bryan. Oh, und macht ihn gut und schlägt auf den Arm. MJF könnte eventuell der Superstar des Universe Modes werden. Wer weiß. Zack, harte Rechte, nochmal eine Rechte. Oh, und Dropkick hinterher. Der Number One Contender für die Intercontinental Championship zeigt, was er kann. Back Suplex von Chris Jericho. Und German hinterher. Chris Jericho ist natürlich immer noch jemand, der nicht zu unterschätzen ist. Und hat natürlich auch Bock und zeigt einen Snap Suplex. Bryan Danielson pusht sich. Mittlerweile bin ich zwei drin. Ich habe ihn immer Daniel Bryan genannt. Mittlerweile kann ich noch Bryan Danielson nennen. Es fühlt sich zwar immer noch nicht richtig an, aber egal wie ich sage, ich meine den richtigen. Schöne Kombination. Und der Krawatte-Neckbreaker hinterher. Stark gemacht von Daniel Bryan. Zack, gibt man nochmal Kicks hinterher. Aber Chris Jericho kommt mit einem German Suplex als Antwort. MJF pusht sich auch nochmal, feiert sich. Shop gegen Jericho. Underhook, Powerbomb. Und Fist Drop hinterher. Maxwell Jacob Friedman hat Bock. Daniel Bryan schmeißt ihn erstmal raus. Schöne Kombination gegen Chris Jericho. Bam. Kick hinterher. Oh. Schöner rechter Kick von Jericho. Aber genau dasselbe kann Daniel Bryan auch. Da habe ich wieder Daniel Bryan gesagt. Zack. Und der hat Jericho in einer Armbar? War das ein Armbar oder war das so ein Crossface-Armbar? Weiß ich nicht. Ich glaube, er war einfach nur eine Armbar, weil. Na, egal. Auf jeden Fall, MJF jetzt in Gefahr, kriegt die Ellbogen von Daniel Bryan. Aber Jericho auch wieder da. Jericho hat ihn und schmeißt ihn raus. Jericho ist quasi. Royal Rumble-Winner. Nein, Spaß. So. Zack, und es geht wieder in den Ring zurück. Was passiert nun von Y2J? Und der zeigt auch eine Krawatte, Neckbreaker.
Und covered? Ja. Cover von Jericho. War ein bisschen früh. Ein bisschen zu früh. Ein bisschen Spaß muss sein. Bam! Boah, schöner Dragon Suplex. Daniel Bryan geht auf den Arm. Ein bisschen leiser gemacht. Und der Elbow von Bryan auf Jericho. Fast nun. Daniel Bryan hat die Kontrolle und jetzt kommen die Yes Kicks. 1, 2, 3. Oh, 4. Und der Yes-Lock. Yes-Lock gegen Jericho. Ist es das? Kann Daniel Bryan, der Money in the Bank Gewinner, ein Statement setzen? Jericho wackelt. Oh. Kann sich aber befreien. MJF tanzt. Harte Aktionen gegen Daniel Bryan. Der ist raus. Nun kann Pump Handle Powerbomb Cover. 1, 2, 3. Vom MJF. Behält seinen Anspruch. Verteidigt quasi. Stark gemacht. MJF gewinnt SmackDown und SmackDown Main Event. Und zeigt seine Stärke und seine Power Richtung Batista. Kann ein gutes Match werden. Ich habe Hoffnung in JBL und wir gehen jetzt zu BCW. So, und mit The Weeknd starten wir auch direkt nach BCW. Unser United States Champion zieht die Fehde mit Walter weiter durch. Dieses Mal bekommt Walter die Unterstützung vom kompletten Imperium. Mal gucken, ob es diesmal reicht. Nein, selbst da ist Nakamura Walter überlegen wie sonst was. Dann Bobby Lashley gegen Drew McIntyre, Schmanker McIntyre festigt. Ich glaube, McIntyre will bald Richtung World Title. So, dann haben wir ein Six-Man Triple Threat Tornado Tag Team Match. Adam Cole, Kyle O'Reilly, The Undisputed Era ist der First Ever BCW Championship. First Ever Tag Team BCW Tag Team Champions. So, und die Alpha Academy und Cesaro und Jameis wollen natürlich auch mal ihre Chance haben. Und so ist es auch. Bei Backlash treffen The Bar auf The Unspirited Era. Dann ein Tornado Tag. Mann, was habe ich denn heute? Ein Handicap-Match zwischen KO und Triple H und Ciampa. Kann der BCW Champion dieses Mal gewinnt. Nein, Triple H und Ciampa zeigen ihre Überlegenheit und besiegen KO. Und das heutige Match, das wir uns angucken, ist Finn Balor gegen Kazuchika Okada. Was ein Match. Ein Dream Match. Ein persönliches Dream Match. Ich freue mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass Okada die Hütte abbrennt. Würde ich schon hart feiern. Naja, wir werden es gleich sehen. In wenigen Augenblicken. So, Ladies and Gentlemen, wir sind direkt im Match Finn Balor gegen Kazuchika Okada. Ich bin sehr gespannt und erstmal ein DDT von Balor und ein Cover hinterher. Balor hat heute sehr viel gute Launensaft getrunken. Anders kann ich mir diesen Coverversuch nicht erklären und Balor geht auch erstmal direkt auf den Kopf von Okada. Zeigt Dominanz. Gefällt mir. Finn Balor hat Bock. Ist immer eine schöne Sache. Wenn du siehst, dass Balor Bock hat, habe ich auch Bock. So. Also Finn Balor geht aufs Top Rope und zeigt vielleicht gleich irgendwas Schönes. Und Balor zeigt einen Double Axe Handle. Ist ja was Schönes, quasi. Balor dominiert Kazuchika. Noch ein bisschen. Geht in die Armbar. Ja, da ist er. Okada. Kommt raus. Stark. Geht nun aufs Bein. Ich muss sagen, der Core von Okada, der ist gut geworden. Gesicht ist vielleicht doch ein bisschen plastisch, aber so vom Attire und so weiter gefällt mir das richtig gut. Moveset von Okada ist auch passend oder stimmig. Sagen wir mal so. Bam! Und da kommt das Diving Knee, Alter. Gegen Balor und Okada ist nun drin. Okada ist natürlich auch jemand, der Strong Style perfektioniert. Er und Nakamura für mich die besten Strong Style Athleten.
überhaupt in dieses Universe Mode und beide sind witzigerweise bei derselben Brand, bei BCW, der Japanese Connection, quasi. Es haben die Wege, die beiden, noch nicht so wirklich zusammengeführt. Aber gut, Triple H hat gerade andere Probleme, als sich um Tag-Team-Planung zu kümmern, sondern der ist ja mit Tommaso Ciampa in einer Fehde gegen KO. Naja, gut. Also, zack. In die Ecke, Bella. Was macht Bella? Oh, das wird der Shotgun-Dropkick. Und der kommt durch! Shotgun kommt durch. Cover. 1, 2. Danke, Okada. Das wäre natürlich jetzt auch wieder so ein Match. Leicht gerusht. Gut, Okada kann aber aufstehen. Das heißt, der Coup de Grace kann nicht kommen. Und Okada schneller. Bam. Bringt Bella zurück auf den Boden. Cover. Nach diesem Drop. 1, 2. Aber auch Finn Bella kann rauskommen und sorgt dafür, dass mein Herz nicht in die Hose rutscht. Wärmt sich schon mal den Arm auf. Und kommt mit harten Schlägen in Bellas Gesicht hier wieder. Der will Bella richtig Kopfschmerzen heute geben. Bringt Bella zurück und BAM! Was ein Fistschlag. Fistschlag? Fistdrop? Weiß ich nicht. Hammerfist. Und ein German! Und dann kommt die Lariat, Jungs! Da war die Lariat! Cover! 1, 2. Aber auch Finn Bella hat noch Bock zum Surviven. Okada geht aus oberstes Top Rope und zeigt einen Body Splash, der daneben geht. Was macht Finn Bella? Inverted DDT, nein, Backbreaker. Finn Bella nun wieder auf dem Top Rope und zeigt den Coup de Grace. Okada hat Probleme. 1, 2, 3. Finn Bella gewinnt nach einem wunderbaren Coup de Grace und besiegt Katsushika Okada. Aber ich frage mich, das ist natürlich auch ein Statement von Finn Bella. Was ist das? Das ist Kevin Owens. Why not get the best seat in the house, the best view of what's going on? They're just disrespecting this young man, Corey. That's all this is about. Mind games, Cole. Hä? Kevin Owens und Finn Bella haben letzte Woche noch gegen den Ciampa und Triple H besiegt. Finn Bella zerlegt im Main Event Katsushika Okada. Und dann kommt Kevin Owens raus und macht einen Stare-Down mit Finn Bálor. What the fuck? Gut. Sehr viel Verwirrung bei BCW am Ende. Finde ich aber gut. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wird eine kurze, knappe, schöne Folge. Muss auch mal sein, ne? Muss auch mal sein. An einem Freitag. Ganz entspannt. In diesem Sinne, haut da rein. Und morgen kommt ein sehr witziges Angezockt von Jan und mir. Tribes of Midgard, könnt ihr euch mal gönnen. In diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund und tschüss.